So, hallo, herzlich willkommen zurück zu Let's Play Hollow Knight. Und was soll ich sagen? Uns fehlen noch 3 Maskensplitter, wenn ich mich recht erinnere. Yep. Und dann haben wir alles vollständig. Und dann gibt es nur noch einen Ort, den wir aufsuchen sollten. Aber bevor wir das machen, erstmal würde ich sagen, brauchen wir ein bisschen Reisemöglichkeit. Das heißt, ich benutze jetzt tatsächlich mal den Sprintmeister und den Laufmeister. Und dazu, was nehme ich mit? Nehme ich vielleicht doch noch das Grimmkind mit. Und irgendwas für 3, den Schamanenstein, so. Warum die Kombination? Deswegen, wir können uns unfassbar schnell bewegen. So, es gibt ein paar verschiedene Orte, wo wir jetzt hin könnten. Aber ich habe zumindest eine Karte jetzt mir angesehen, wo die letzten Splitter sind, die uns noch eventuell fehlen. So, wie man sieht, wir sind jetzt gerade extrem schnell unterwegs. Ich liebe es. So. Ich gehe jetzt erstmal hier zur Station. Und wir werden tatsächlich erstmal zurück nach Dirtmouth fahren, also nach Mistmund, wie es im Deutschen heißt. Denn ein Splitter befindet sich wohl bei der Wegkreuzung und ich werde mir jetzt ansehen, wo ganz genau auf der Karte. Moment. So, ich hab's. Auf jeden Fall geht's erstmal abwärts. Es gibt ein paar, bei denen ich sagen kann, die haben wir auf jeden Fall. Aber einer, da könnte es sein, dass wir den noch nicht haben und das überprüfe ich jetzt. Das ist nach einer kleinen lustigen Platforming-Aktion. So, kurz hinsetzen. Ich muss dann auch noch schauen, ob ich vielleicht den grauen Prinzen doch vollständig erledige, also zumindest 4-mal erledige. So, wir müssen abwärts. Das ist doch nicht wahr. Auf wie viele Sachen kann man hier landen? So. Abwärts. Und weiter abwärts. Oh, das war zu weit abwärts. So, und wenn ich mich recht erinnere, bin ich hier jetzt gar nicht so falsch. Moment. Ich glaube, hier direkt hoch war es noch nicht. Nee, ich muss noch ein bisschen weiter. Nee, das hier kann es nicht sein. Kann ich eigentlich bei denen mal kurz einen Traumnagel benutzen? Ein weiterer Schwächling. Ich würde vorschlagen, er sollte seinen Nagel im Kolosseum erproben, aber es würde sicherlich sofort zerquetscht werden. Das sehe ich inzwischen anders, aber okay. Und dann muss es hier... Hier gibt es dann auf jeden Fall irgendwo den Weg. Moment. Oh, das war gerade eine dumme Idee. Moment, auf der Karte nochmal. Ah, das ist ziemlich unter dem Ding. Das müsste also hier... Ja. Da hoffe ich, dass wir das noch nicht haben. Ja, wir haben das noch nicht geöffnet. Das ist ein Splitter, den wir noch nicht haben. So, wie gesagt, das ist eine kleine Platforming-Nummer. Zack. Was habe ich gesagt? Hier ist der erste.
So, jetzt schaue ich mal kurz, wo wir noch hin müssen. Also. Es gibt einen, der ist beim Grünweg. Da ist die Frage, ob wir den schon haben. Dafür würde ich halt... Moment. Ach nee, der ist unterhalb. Der ist beim steinernen Heiligtum. Da ist die Frage, ob wir den schon geholt haben. Ich laufe einfach hin. Das ist, glaube ich, die effektivste Methode. Das sollte der richtige Weg sein, oder? Und gehe ich dann über die Nebelschlucht? Ich gehe am besten über die Nebelschlucht, oder? Wo ich kann über die Pilzöde in die Nebelschlucht, dann geht das auch. Moment. Ja, hier erstmal zur Seite, okay. Wir werden wahrscheinlich auch auf ein paar Orte treffen, wo wir schon waren. Wo wir eben nicht weiterkommen, beziehungsweise wo wir die Teile schon haben. Ich war mir nämlich nicht hundertprozentig sicher, welche wir haben und welche nicht. Ja, richtiger Weg. Ein bisschen tiefer muss ich noch. Genau, hier mussten wir durch. Da ging es ja auch in die Nebelschlucht. So. Boah, man merkt echt, wie viel diese Monarchenflügel für einen... Also, was die für einen Unterschied machen. So. Wir wollen von hier aus einfach nur nach Grünweg. Also einmal runter. Haha, ausgewichen, aber vorher in diese Blitzsache rein. So, hier müssen wir lang. Ernsthaft. Okay. So. Einfach nur weiter und an der richtigen Stelle nach oben. Habe ich mich ernsthaft von so einer Qualle verletzen lassen? Schande. Ich wollte jetzt eigentlich... Ich hatte gehofft, dass der... dass das Grimmkind nicht das tut, was ich vermutete. Es hat auch eigentlich nicht getan, was ich vermutete. Aber was? Okay, die werden die ganze Zeit an der Stelle erledigt. Dann bin ich auch mit zufrieden. So. So, jetzt einfach nur hier hin. Da könnte es sein, dass wir nämlich eine bestimmte Sache noch nicht geholt haben. Wir gehen mal ins steinerne Heiligtum. Da ist nämlich einer dieser oder ein dieser Scherben. Da ist die Frage, ob wir die schon haben. Ich kann mir vorstellen, dass ich die bisher noch nicht habe. Dass ich die noch nicht geholt habe. Ich meine, wir waren da schon drin. Da bin ich mir ziemlich sicher. Die Frage ist, ob ich dann an der richtigen Stelle weitergegangen bin, weil hier kommt man dann noch durch. Die Frage ist, wo wir... Ja, hier müssen wir dann, glaube ich, lang. Wusste ich's doch, hier ist noch eine. Das funktioniert ja gerade echt wie geschmiert. Dann könnte es sein, dass es eine gibt, die wir noch nicht haben, die es in den königlichen Wasserwegen gibt, also in den Kanälen. Da bin ich mir aber nicht hundertprozentig sicher, ob wir die nicht vielleicht schon haben, aber die ist so ein bisschen versteckt. Entsprechend kann es gut sein. Naja. Ach Moment, wir können hier nochmal gegen die kämpfen?
mein Kind, Adi, mein Kind, kannst du noch sehen? Bitte tu mir nicht weh. Kein Schlaf, mit offenen Augen, kleines Wesen. Keine Träume, wenn du noch atmest, kleines Wesen. Geliebte Kinder, ihr sagt so abscheuliche Dinge, wenn ihr schlaft. Eure Klauen kratzen und schaben. Geliebte Kinder, ein Monster ist hier in der Dunkelheit. Werdet ihr für mich singen? Ja, komm, machen wir einfach mal. Warum nicht? Bisschen Action. Ich glaube, den Kampf haben wir noch gar nicht gemacht. Okay. Okay, das Grimmkind ist ja eigentlich gar nicht so unnütz. Aber man hat ja eigentlich sehr gut die Möglichkeit, sich nochmal kurz zu heilen. Ich glaube, hier ist es wichtiger, einfach eher mal so einen einzelnen harten Treffer zu landen. Okay, wenn man nicht doch von diesen wabenden Geistern erwischt wird. Okay, kurz heilen. Und dann. Boah, ich hasse es. Diese Viecher sind zwar eigentlich vorhersehbar, aber es sind viele. Und kein Auge teleportiert sich halt auch ständig. Bin ich gerade hier runter, weil man hier unten am sichersten ist im Zweifel. Geschafft. Oh, na gut, es gibt jetzt Essenz. Das bringt nicht so viel, aber... Eins nach dem anderen schließen sie endlich ihre Augen. Ich habe es gespürt, eine warme Stille, die über uns kommt. Es tut mir leid, dass ich Angst hatte. Wir wurden immer beschützt, auch wenn wir es nicht bemerkten. Ich möchte dorthin, bitte, an einen Ort, wo uns kein Licht heimsuchen kann. Einen Ort ohne Träume. Bitte. Ja gut, das gibt zwar jetzt nur Essenz, aber... Nehme ich mit. Hier betrachten. Ein Gesicht aus Stein gemeißelt. Ja, dann haben wir den Teil geschafft. Da würde ich sagen, gehen wir jetzt einfach mal zu dem nächsten Punkt, wo wir... Okay, da vorne ist eine Station. Denn es gibt auch einen Ort... Also wir waren ja schon im Haus von... Wie heißt sie? Bretta. Das heißt, da müssten wir auf jeden Fall die Scherbe mitgenommen haben. Ich gehe da aber zur Sicherheit einfach nochmal rein. Ja, hier lang ist richtig. So, weiter. Nervig. Oh, das hatte ich ja komplett übersehen bisher. Ja gut, dann jetzt also noch ein kleines bisschen weiter in die Richtung. Okay, mitten in die Stacheln. War zu erwarten. Ja, hier nach oben. Da dann die Station nehmen. Von da aus würde ich sagen, erstmal nach Mistmund und dann nehmen wir den schnellsten Weg in die königlichen Wasserwege, weil ich vermute, dass das, was noch fehlt, dann da ist. Timing war schlecht. Okay.
muss ich da von der... Nee, da ist es. So. Kurz setzen, ich trinke einen Schluck. Ja, Salubra, gib mir Seele. So. Erstmal zurück nach Mistmund. Ich gehe nochmal zur Sicherheit da rein, aber das haben wir auf jeden Fall mitgenommen. Da bin ich mir todsicher. Aber Schaden tut's ja nicht. So. Ja, hier schwebte nämlich normalerweise eine drüber. Gibt's hier was Neues? Ne, das ist das Gleiche, was wir sonst hier hatten. Dann schaue ich nochmal, wo genau in den königlichen Wasserwegen das ist. Okay. Aber erstmal Station des Königs ist da, glaube ich, die einfachste Variante. Oh. Moment. So, und jetzt durch. Oh, oder auch nicht. Was war das denn gerade? So, hier lang. Okay, ich wollte gerade sagen, das wäre nicht das Intelligenteste gewesen. Wobei, hier kann ich. Zumindest bis hier. Und damit habe ich den gefährlichsten Teil übersprungen. So, dann sind wir auch gleich zumindest in der Kanalisation. Ich schaue nochmal, wo ganz genau. Das ist... Okay. Sehr weit rechts. Nicht rechts, sehr weit links. In der Nähe von dem... ja gut, wir werden sehen. So. Nervt nicht. Ja, ich bin auf einem guten Weg. Die Bank interessiert mich gerade wenig. Dass sich das Vieh so bewegt, ist nett. Es lässt sich aber vor allem... Das Schöne ist, wir kommen ja hier auch jetzt wieder einfach hoch. Monarchenflüge sind super. Also ich meine, wir müssen... Ja genau, wir sind auf dem richtigen Weg. Komm her. Steh auf. Wir müssen jetzt... quasi... Ja, ich höre es. Hier ist die letzte Scherbe. Wir haben sie alle. Geile Scheiße. Wir haben alle Scherben bekommen. Und jetzt suchen wir einen anderen Ort auf. Und zwar nennt er sich die Abfallgrube. Allein, dass das hier möglich ist, finde ich schon ziemlich cool. Dafür müssen wir jetzt hier wieder hoch. Und dann erstmal nach unten.
In der Abfallgrube waren wir ja auch schon mal. Aber da können wir jetzt etwas ganz Bestimmtes machen. Ich glaube, er ist abgesoffen. Ich hätte da weiter oben nach links gemusst. Ich werde schon wieder einen Weg nach oben finden. Und alle in die Luft gejagt. Muss doch wieder einen Weg nach oben geben. Ich meine, ich war doch schon mal in der Abfallgrube. Moment, ich kann hier... Sollte. Ach, man kommt hier einfach durch, ich Idiot. Okay. Nee, das ist auch nicht der Weg in die Abfallgrube. Das ist der Weg in die Abfallgrube. Meine ich. Okay, das war ein bisschen viel Schaden. Die sind teilweise aber auch echt schnell. Okay, wir müssen nach oben. Gut gemacht, Kleiner. So, man kann da auch einfach so durch. Und damit sind wir an dem Punkt, den ich gesucht habe, glaube ich, oder? So gut wie. Willkommen in der Abfallgrube. Hier sind jetzt zum Beispiel solche Sachen. Also es sind zahlreiche kleine Kisten und hier ist vor allem das. Bringt das was? Hier ist ein bisschen Geo drin. Ansonsten kommt man hier hoch. Und über den Weg kommt man wahrscheinlich wieder raus. Ach nee, hier geht's noch wohin? Das schaue ich mir mal an. Ach, hier geht's. Hier geht's tatsächlich in die Pilzöde. Den Übergang kannte ich ja noch gar nicht. Ach nee, das ist nicht die Pilzöde, das ist hier. Na gut, den Übergang kannte ich, glaube ich. Aber gut, wir haben einen Schlüssel und wollen gleich mal schauen, was denn eigentlich so in diesem seltsamen Sarkophag oder was auch immer das ist, steckt. Denn darin befindet sich was. Ein Kokon verkettet mit einem einfachen Schloss. Einfachen Schlüssel benutzen. Aber sowas von. Lässt was fallen.
Die göttliche Stimmgabel. Apparat, der eine Resonanz mit Wesen von großer Macht erzeugt. Suche die Götter von Heilands Nest, stimme dich auf ihre Macht an, steige durch ihre Stärke empor. Das Blöde ist, das haben wir im Wesentlichen schon alles gemacht. Hier. Leuchtet hell, wenn mächtige Feinde besiegt werden. Aber gut. Hier können wir jetzt was machen. Und willkommen in der Traumwelt. Blasphemie. Reinste Blasphemie. Du Kriecher, du Schmächtiger, du Kleinster aller Kleinen. Welch Recht maßest du dir an, hier einzudringen, im Heime der Götter gar selbst. Kehre dich fort, Winzling. Weiche, weiche. Und ja, wo wir hier sind, das sehen wir uns in der nächsten Folge an. Ich hoffe, ihr habt Spaß, lasst konstruktive Kritik, vielleicht ein Däumchen nach oben da. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Und ja, seid gespannt, es wird nämlich jetzt sehr interessant. Bis zum nächsten Mal. Cheerio.